Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus unserem Parkbauprojekt Mountains of Tacanio. Beim letzten Mal haben wir ein Gehege für einen riesigen Sauropoden gebaut, nämlich dem Deismosaurus. Und unsere neuen Bewohner haben auch wieder ganz tolle Namen von euch bekommen. Und jetzt geht's weiter mit Mountains of Tacanio. Und wir begeben uns heute in den Bereich hier vorne, da wo aktuell noch unser Entwicklungslabor steht und unser ICU-Zentrum. Die werden abgerissen, die waren da ja nur provisorisch. Das ist auch tatsächlich der letzte Bereich, den ich hier bebauen möchte. Nochmal ein sehr, sehr großer Bereich mit schönem Blick aufs Meer und schöne Berge im Hintergrund. Wir sind ja mittlerweile echt schon sehr weit, also wir haben schon so viel gebaut, so viele Gehege. Und ich denke, unser Park sollte sich so langsam einem Ende nähern. Ich finde es auch sehr, sehr schön, dass hier so viel Hintergrund, Berglandschaft und sowas noch geblieben ist. Und dass man halt mittlerweile durch die Mods so viel Platz hat, dass man dann auch so viel Hintergrundlandschaft noch stehen lassen kann, ohne und dann trotzdem halt noch viel bauen kann. Das meine ich. Es war ja vorher immer echt platztechnisch sehr eng, da musste man dann wirklich jeden Millimeter ausnutzen. Und mit der Bigger Islands Mod muss man das halt nicht mehr. Das ist echt schön. Ich möchte aber gerne noch das Innovationszentrum unterbringen. Da haben wir es. Das wäre richtig cool, wenn wir das noch hinbekommen. Der Platz ist hier definitiv ausreichend. So, ich mache das mal ungefähr so hin. Finde ich, glaube ich, ganz cool. Und dann können wir hier schon mal Wege abgehen lassen. Einmal überall eine Länge machen, damit das gleichmäßig ist. Und dann abrunden. So, das ist schon mal perfekt. Machen wir den inneren Kreis auch nochmal eben. Ich hoffe, das kriege ich jetzt auch hin. Kann auch sein, dass ich das... Nee, okay, es geht. Hätte auch sein können, dass ich erst die innere Linie ziehen muss, dann die äußere. Aber es scheint auch so zu funktionieren. Funktioniert sogar richtig gut. Und dann können wir einmal hier noch den Weg abgehen lassen. Nochmal hier noch was hin und ungefähr im gleichen Abstand hier auch noch. Dann haben wir hier nochmal eine Verlängerung. So, sehr schön. Haben wir hinten schon mal eine schöne Wegfläche. Und dort würde ich gerne, ich hoffe, das passt platztechnisch noch, so eine Jurassic Tour machen. Weil die haben wir auch noch gar nicht im Park runtergebracht. Das ist, glaube ich, schön gerade so. Zumindest hier zu dem Innovationszentrum. Oh, wieso ist denn der Weg jetzt hier so? Ne, es war nur kurz abgehackt. Ich versuche den aber trotzdem mal noch braun zu färben. Diese Holzfarbe, sonst haben wir da so ein kurzes Zwischenstück. Das muss ja nicht sein. So, und jetzt einmal die Route so ein bisschen. Wobei, die muss ich erst gleich einzeichnen. Wir müssen jetzt erstmal ein Stück Zaun machen. Dann nehmen wir dann diesen flachen Zaun, denke ich mal. Wäre schön, wenn das dann ungefähr im gleichen Winkel ist wie der Weg. So ungefähr. Und dann machen wir mal hier ein Stück hin. Auf der anderen Seite versuchen wir das ähnlich. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie lang das ist. Ich mache es dann einfach nach Augenmaß, denke ich mal. Und dann im 90-Grad-Winkel. Perfekt. Das sieht schon sehr gut aus. Und jetzt hoffe ich, dass wir hier ein Tor reinbekommen. Vernünftig. So nah, wie es geht. Na, das ist schon mal ganz gut. Das gefällt mir. Weil hier wird dann das Gehege anfangen. Da wird dann auch ein anderer Zaun hinkommen. Weil das hier können wir sogar entfernen. Da werde ich dann direkt dran bauen. Und jetzt einmal diesen Zaun nochmal möglichst im gleichen Winkel, dass gleichmäßig aussieht, nach hier hinten zurückführen.
So, und jetzt können wir hier schon mal ein wenig das Gehege weiter einzeichnen. Ich glaube, dann nehme ich mal diesen Zaun oder diesen. Ich glaube, der ist ganz gut auf dieser Seite. Den können wir sonst zur Not auch noch austauschen ein bisschen. Macht ja rein gar nichts. Aber nur zum Berg mit dem Zaun. Aber ab dieser Stelle machen wir es dann wieder mit unsichtbaren Zaun weiter und lassen den Zaun am Berg enden. Dann haben wir hier nämlich wieder so ein bisschen natürliche Barriere, zumindest optisch. Das finde ich immer ganz schön. Und ich würde hier gerne noch vielleicht mal mit einer anderen Wegfarbe nochmal so ein Stück einzeichnen. Wo dann die Besucher vielleicht nochmal an den Zaun so gehen können und die Dinosaurier vielleicht beobachten können. Das wäre ganz cool. Dann müssen wir, glaube ich, jetzt erstmal auch noch hier ein Stück weitergehen. So. Perfekt. Dann machen wir mal bis hier. Das ist ganz cool. Vielleicht können wir dann hier auch nochmal einen Übergang machen, der ja leider auch kaputt geht. Da müssen wir dann auch nochmal hier... Oh Gott. Das spackt ja richtig ab hier. Hier nochmal so ein Zwischenstück setzen. Das sollte schon das Ganze reparieren. So in etwa. Dann klappt das, glaube ich, schon, dass das nicht mehr kaputt geht. Was geht denn noch kaputt? Ich jetzt? Immer noch? Jetzt vielleicht? Oh, das sieht gut aus. Und jetzt hoffen, dass nichts mehr kaputt geht. Das wäre schön. Ja, so soll es sein. Jetzt ist es sehr sauber. So wie ich es haben möchte. Doch, hier mache ich nochmal das Stück zu. Ich mit dem richtigen Weg. Mit Wege einzeichnen kann man wirklich viel, viel Zeit verbringen. Aber ich finde, es lohnt sich auch immer. Und jetzt machen wir es so. Das sieht doch schon echt sehr cool und ordentlich aus. Hier hat man dann nochmal so ein kurzes Stück, wo man die Lebewesen, die dann da reinkommen, beobachten kann. Dann muss ich das nochmal ein bisschen überarbeiten. Das ist dann... Hier das Zwischenstück ist, in der Mitte ungefähr. So, und dann geht das bis hier vorne. Und dann hier nochmal ersetzen. Genau. Und dann hat man hier halt so ein kleines Stück, wo man durchgucken kann. Und davor mache ich einfach mal, damit die Besucher auch Abstand halten, ein paar Steine hin. Das hatten wir aber beim letzten Mal auch schon benutzt. Fand ich optisch auch ziemlich cool. Kann man auch echt gut ineinander verschachteln und kombinieren, diese Steine. Vielleicht sollten wir da noch ein bisschen Abwechslung benutzen. Den anderen Stein. Gucken wir mal, wie das aussieht. Hier noch dazu. Die sind, glaube ich, sogar ein bisschen besser, weil die nicht ganz so hoch sind. Man muss ja auch gucken, dass die Besucher da später noch rüber gucken können. Scheint aber ohne Probleme zu funktionieren. So. Muss auch nur das Stück hier vorne sein. Da, wo halt der Zaun offen ist. So, und dann haben wir es eigentlich schon. Perfekt. Wunderschön, so habe ich mir das vorgestellt. Wir hätten natürlich sogar das Stück hier auch noch fertig machen können mit Stein. Aber warum eigentlich nicht? Und dann haben wir das auch. Sehr schön. Da pinsel ich dann nachher auch noch. Das können wir auch jetzt schon mal schnell machen. Stein runter. Einmal grob. Und jetzt können wir hier auch nochmal eben weitermachen. Ich weiß gar nicht, ob ich hier den Abstand halte. Nee, ich glaube, ich mache das dann so. Und dann direkt am Gebäude entlang. Das ist, glaube ich, am gleichmäßigsten. Oh, das sieht sehr gut aus. Das ist cool. Das gefällt mir. Und dann wird hier der Weg abgehen. Und hier auf der anderen Seite werde ich es dann, denke ich mal, relativ ähnlich machen. Oh, hier können wir auch noch die Ecke vielleicht ein bisschen
so einer schrägen machen. Hier mache ich es dann wie auf der anderen Seite einfach. Perfekt. Hier noch die Ecke rein. Geht hier sogar ein bisschen größer, warum auch immer. Scheint nicht ganz gleichmäßig zu sein. Aber das ist halb so wild. Sieht schon sehr, sehr gut aus. Hier vorne kommen dann noch ein paar Läden hin. Zum Beispiel so eine Fossilienzone. Machen wir mal möglichst gerade jetzt vom Weg. So in etwa. Jetzt hoffe ich, dass ich hier nochmal einen geraden Weg entlang ziehen kann. Ah, perfekt. Das passt. Ich würde aber auch gerne noch eine Toilette hinkriegen. Ich glaube, dafür muss ich den Weg nochmal ein bisschen verkürzen. Jetzt rastet das da immer ein. Machen wir mal eben so. Dann schneiden wir das ab. Und jetzt schauen wir mal. Dann hier die Toilette hin. Möglichst im gleichen Winkel. Ganz genau geht es leider immer nicht. Aber ungefähr bekommt man das dann doch hin. So. Oh, die passen auch farblich richtig gut zusammen. Müssen wir das hier nur gefüllt kriegen. Was wahrscheinlich schwieriger wird als gedacht. Gerade die Ecke hier vorne. Ich glaube, da muss ich dann nochmal ein bisschen rumfriemeln hier. Ich glaube, ich mache das einfach so. Dann sieht das wahrscheinlich relativ ordentlich aus. Alles so ein bisschen abgeschrägt. Ja, das sieht ganz cool aus. So können wir das auf jeden Fall lassen. Dann haben wir hier schon mal die ersten Läden untergebracht. Und hier wäre es eigentlich ganz cool, wenn wir den Weg ein bisschen breiter machen. Hier könnten wir dann auch schon mal eine Kurve so ein bisschen machen. Wir müssen ja nach da oben hin. Immer ein kleines Zwischenstück auch setzen. Damit wir den gleich ohne Probleme verbreitern können. So. Viel weiter würde ich da, glaube ich, gar nicht gehen. Weil hier müssen wir noch ein ganzes Stück von oben nach unten gehen. Also ich glaube, viel mehr Platz bleibt uns da nicht. Ich werde das hier dann nochmal ein bisschen absenken. Oh, das wird steil. Vielleicht muss ich da noch ein bisschen mehr Fläche einrechnen. Schauen wir gleich mal. Ich verbreite jetzt erstmal den Weg schnell. So, perfekt. Nehme ich mal den Kleiderladen, den habe ich glaube ich noch gar nicht benutzt. Gehen wir mal bis hier. Und dann vielleicht daneben noch ein passender Laden, den ich selten benutzt habe. Vielleicht den hier. Ja, der geht auch klar. Na, ganz ran möchte ich glaube ich nicht. Ich glaube, ich mache das so, dass wir hier auf jeden Fall noch ohne Probleme zwischenzeichnen können. Können wir hier das Ganze noch erweitern ein wenig. So machen. Hier machen wir es dann ähnlich. Ja, ein bisschen weiter weg müssen wir noch. Reicht immer noch nicht. So. Dann machen wir es hier auch so, wie da drüben. Ja, hier müssen wir nochmal ein Stück entfernen. Ansonsten kriegen wir da Probleme. So. Jetzt bleibt der Weg auch heile. Perfekt, dann haben wir da auch Läden. Jetzt haben wir dieses Stück dann später für den Höhenausgleich. Wird hoffentlich passen. Können wir schon mal die Verbindung ziehen. Können wir auch einfach hier mittig connecten dann. Das wird echt heftig. Ja, wir können ja hier schon anfangen. Na, ich schau gleich mal. Das wird auf jeden Fall erst am Ende passieren. So sieht das Ganze jetzt von oben aus. Ich könnte tatsächlich das hier auch noch vielleicht ein Stück weiter nach links moven. Dann würde da noch ein bisschen mehr Platz entstehen. So, das mit dem Höhenunterschied passt jetzt. Ich habe es noch ganz leicht rübergepackt, dass wir mehr Platz haben. Es ist relativ steil, aber es ist voll okay. Da gibt es echt Schlimmeres. Werde ich definitiv jetzt erstmal so lassen. Ein bisschen noch anpinseln hier, die Schräge. Und dann geht es hier in den nächsten Bereich über. Sieht auch hier schon ganz gut aus. Haben wir auch nochmal 4 kleine Geschäfte untergebracht. Ich bin gerade am überlegen, ob ich nicht das hier mit den Steinen, dieses hier, komplett durchziehe bis hier hinten. Ich glaube, das würde ganz cool aussehen.
Müssen wir aber hier auch nochmal erhöhen. Alles so auf diese Höhe bringen. Und jetzt zeichne ich, glaube ich, hier nochmal ein ganzes Stück weiter mit diesen Felsen. Oder nur bis hier so. Ich glaube, das reicht auch aus, wenn wir das so bis hier vorne machen, da wo man sieht. Und dann können wir hier hinter einfach ein Stück Wald machen. So, jetzt kommen wir ja zum Gehege. Da würde ich fast sagen, dass wir das Ganze jetzt erstmal mit einem Zaun umzäunen, der dann später natürlich noch unsichtbar wird. Einfach nur, damit wir das eben einmal sehen. Also alles das, was ich jetzt einzeichne, ist dann später unsichtbarer Zaun. Den Wald hier finde ich eigentlich ganz cool, den würde ich gerne beibehalten. Deswegen zeichne ich da jetzt mal einfach außenrum. Wie das jetzt genau aussieht hier mit den Zäunen, ist ja an der Stelle echt nicht wichtig. Das kennt ihr ja schon. Einfach nur so ein bisschen ungefähr am Rand entlang. Aber ich finde es richtig cool, dass da so viel Wald ist. Das gefällt mir sehr gut. Oh, hier mache ich, glaube ich, dann eine Unterbrechung hin. Wie mache ich das denn am besten? Ich glaube, ich mache hier so eine Linie und so eine Linie mit Zäunen. Weil da soll später dann die Strecke wieder weiter durchgehen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das da handhaben werde, aber erstmal, dass das grob eingezeichnet ist, schon mal gut. Und jetzt können wir mal gucken mit der Strecke. Die bearbeite ich jetzt nämlich ein bisschen. Die geht dann erstmal hier einmal am Rand entlang. Ja, ist ein bisschen zu steil. So finde ich ganz cool. Und dann vielleicht hier hinten nochmal an einem Gewässer oder so entlang. Können wir auch gleich einzeichnen. Und schöner die Kurve hier noch machen. So. Dann hier einmal durch dieser Seite und hier wird es dann auch nochmal wieder durchgehen ins nächste Gehege. Hier ist ein kleines Stück, wo kein Gehege ist. Aber das ist auch gewollt. Ja, das ist ganz cool. Dann mache ich hier oben, glaube ich, einen Wasserbereich hin. Den schon mal ungefähr eingezeichnet haben. Genaue Form mache ich dann gleich noch ein bisschen schöner. Und hier vorne könnten wir sogar ein bisschen Berg hin machen. Oh, hier ist ja sowieso mega der Höhenunterschied drin. Da müssen wir mal eben gucken, dass wir das korrigiert kriegen. Schon sieht man das nicht mehr. Also das kann man easy überglätten. Hier so in der Mitte können wir dann eigentlich echt mal ein bisschen allgemein das bergiger machen. Hier ist es dann schön auf einer niedrigeren Höhe. Aber da hinten sollte ich vielleicht noch auf eine andere Höhe gehen, glaube ich. So auf diese Höhe. Ich glaube, dann passt das besser. Dann hier den Übergang machen an der Stelle. So. Jetzt können wir, glaube ich, ein bisschen besser arbeiten. Vielleicht können wir hier das auch nochmal am Rand entlang führen, so ein bisschen. Das Wasser. Bis hier. Finde ich, glaube ich, ganz cool. Und dann direkt in den Berg übergehen lassen. Der Seite auch nochmal ein bisschen Berg einzeichnen. Und hier so ein bisschen auf die Bergspitzen könnte ich mal diesen Felsen machen.
Der ist immer ganz cool eigentlich für sowas. Sehr schön. Vielleicht hier noch ein bisschen höher. Der ist ein bisschen sehr niedrig geworden. Und ein bisschen drehen. Damit nicht alle so gleich aussehen. Perfekt. Hier machen wir das dann auch nochmal ähnlich. Hier eine Spitze drauf. Und dann können wir auch nochmal den hier nehmen. Der variiert ja nochmal so ein bisschen. Und wenn wir gleich anpinseln, dann wird das nochmal ganz, ganz großen Unterschied machen. Und auch hier vielleicht noch ein bisschen steiler und sowas. Sehr schön. Wird dann gleich natürlich auch wieder ein bisschen grüner noch werden. Wenn ich die Büsche einzeichne. Aber es geht schon in eine sehr gute Richtung hier. Hier soll sowieso ein bisschen grüner sein, da wo der durchfährt. Wir könnten eigentlich auch mal wieder Redwood Trees hier noch ein paar vormachen. Wäre, glaube ich, auch gar nicht so schlecht. Haben wir lange nicht verwendet. Müssen ja auch nicht so viele sein. Aber so ein paar sind, glaube ich, ganz cool. Ich finde es hier vorne in dem Bereich, finde ich das ganz nice. So. Hier vielleicht nochmal einen hin. Und dann reicht das eigentlich schon an Redwood Trees. Wenn wir jetzt hier anpinseln mit... Ich glaube, ich nehme da mal das hier. Das ist, glaube ich, schon ganz cool aus. Macht nämlich immer viel aus. Kann man mal super die Übergänge mitmachen. Hier sollten wir vielleicht auch noch einen Baum hinmachen. Aber es ist halt sehr schräg, wenn, dann könnten wir da einen normalen Baum hinmachen. Schon sehr gut aus. Aber das Grün macht halt immer echt viel aus. So, hier will ich nochmal das Wasser einen kleinen Ticken weitermachen. Und dann könnten wir hier auch nochmal ein bisschen mehr Platz machen. Dann kann hier auch noch ein zweiter Baum hin. Noch ein größerer. So. Und dann könnten wir auch nochmal ein bisschen mit den anderen Deko-Elementen arbeiten. Immer so ein umgefallener Baumstamm. Da kann man auch nochmal hier ins Wasser. Und auch diese Dinger finde ich immer ganz schön. So, Futterspender habe ich mir noch gar keinen Platz überlegt. Das ist natürlich auch ein bisschen doof. Ich weiß gar nicht, kommt hier ein Fleischfresser rein? Doch, hier kommt ein Fleischfresser, glaube ich, rein. Denke ich mal. Wir könnten ja eigentlich einen nehmen, der Fisch frisst. Dann hätten wir das Futterspender-Problem nicht. Könnten wir einfach so ein paar Fische in das Wasser machen. So. Ich weiß jetzt noch nicht, wer da reinkommt, aber wir nehmen jetzt auf jeden Fall einen, der auch Fisch frisst. Fleischfutterspender könnten wir natürlich auch noch zusätzlich machen. Ich weiß nur nicht, ob wir da noch einen geeigneten Platz für finden. Vielleicht hier am Ende oder so? Das würde sogar gehen. Oder hier oben? Oben wäre auch nicht schlecht, ne? Da müssten wir halt nur so ein bisschen überglätten. Vielleicht kriegen wir das noch hin. Und dann hier der Futterspender hin. Und jetzt einmal glätten. Das ist doch wunderbar. Sieht doch super aus. Sehr schön. Da müssen wir dann nur nochmal hier mit rüber gehen. Und dann fällt das gar nicht mehr auf. Sehr gut. Jetzt noch ein paar mehr Büsche und dann sind wir soweit schon mit dem Gehege fertig, würde ich fast sagen. Da muss nämlich jetzt noch einiges hier auch ins Wasser und so. Genau das, was unsichtbar sein soll, kommt jetzt nochmal weg.
müssen wir hier gleich nochmal die Ränder so ein bisschen überpinseln, weil die entstehen da immer beim Zaun. Aber das ist absolut gar kein Problem. Und das hier müssen wir auch gleich nochmal schöner machen. Aber ansonsten ist das Gehege schon mal fertig. Hier auf dieser Seite habe ich das jetzt ähnlich gemacht wie auf der anderen Seite. Deswegen habe ich das jetzt einfach mal rausgeschnitten. Und jetzt führe ich auch hier den Zaun einfach mal bis hier vorne in den Wald. Und dann haben wir hier schon eine ganz gute Gehegeform. Ich finde das sogar hier echt cool mit dem Meerblick. Den werden wir auch... Kann ich überhaupt arbeiten? Ja, kann ich sogar arbeiten. Den werden wir auch definitiv dann schön verwenden. Fürs Gehege. Und auch für die Durchfahrt. Aber ich muss jetzt auch hier, glaube ich, das mit den Steinen einmal schön machen. Bis hier vorne oder sowas. Oder bis hier. Also das hier mache ich jetzt einmal nach. Als nächstes zeichnen wir auch hier die Strecke einmal ein. Dann gehen wir auch hier ein bisschen am Rand entlang. Und bis hier vorne. Gehe jetzt doch nicht ganz bis hier vorne, weil ich glaube, ein bisschen Berg möchte ich hier schon noch lassen. Das Meer sieht man ja trotzdem im Hintergrund. Und dann bis hier vorne. Und dann haben wir eine sehr schöne Fahrt durch zwei Gehege. Das ist doch ganz cool. Der Zaun hier hinten wird natürlich dann wieder unsichtbar. Den lasse ich jetzt nur, während ich baue, natürlich noch eingezeichnet. Weil das halt während des Bauens teilweise ein bisschen stört. Aber wir brauchen hier noch ein bisschen mehr Wald. Mache ich jetzt hier Pflanzenfresser nochmal rein. Ich weiß gar nicht, wie unser Fleisch-Pflanzenfresser-Verhältnis ist im Park. Ich glaube, ich könnte hier auch nochmal Pflanzenfresser reinmachen. Ist dann vielleicht ein bisschen interessanter. Und hier einen Futterspender schon mal hin. Und vielleicht hier vorne. Und auch hier werde ich dann noch ein bisschen mit Höhenunterschieden wieder arbeiten. Wie im letzten Gehege, aber nicht ganz so viel. Nur so ein bisschen. Wasser brauchen wir auch noch. Wasser können wir dann hier vorne hin machen. Das bietet sich, glaube ich, ganz gut an in dieser Ecke. Müssen wir dann natürlich noch viel überglätten wieder und dann geht viel Wasser verloren. Aber deswegen zeichne ich das auch immer ein bisschen großzügiger lieber ein. Wäre aber schön, wenn wir noch eine zweite Wasserquelle hätten, glaube ich. Vielleicht hier vorne so ein kleines Gewässer. Da, wo die Besucher auch gucken können. Werden wir auch nochmal über. Machen hier noch ein bisschen was weg, dass es nicht direkt an den Schienen ist. So, das muss ja auch nur so ein kleiner Tümpel sein, da könnt ihr ja trotzdem dann draus trinken. Das ist doch schon mal ganz gut. Und jetzt pinseln wir hier mal ein bisschen an. Das Ganze. So. Jetzt sieht es natürlich wieder sehr steinig und trocken aus, aber gleich, wenn wir die Pflanzen machen und alles, dann wird das wieder ein bisschen besser werden. Hier nehme ich jetzt auch mal keine Redwood Trees, dass wir da einen schönen Unterschied haben. Dann nehmen wir mal die normalen Bäume.
und in das Pflanzenfressergehege, was wir gerade gebaut haben, kommen 4 Edmontosaurinnen. Sind ja auch ganz, ganz hübsche. Davon kommen jetzt noch 3 weitere. Den letzten schauen wir uns jetzt nochmal gemeinsam an. Jetzt zeige ich euch die 4 nochmal. Da sind sie. Die werde ich jetzt gleich rüberbringen. Alle in verschiedenen Farben. Der Edmonto hat ja auch sehr, sehr schöne Farbvariationen, muss man sagen. Und das war noch nicht alles. Denn es kommen in das Gehege auch noch 3 Stück von diesen Exemplaren. Das ist ein wunderschöner Alberta Ceratops. Kommt durch eine neue Mod ins Spiel. Die wollte ich unbedingt hier in meinem Park auch noch unterbringen. Sieht richtig cool aus. Richtig tolles Model und sehr tolle Farben. Gerade hier im Nackenpanzer, das sieht schon richtig cool aus. Der ist mega gut gelungen. Davon haben wir 3 Stück. Hier ist noch einer. Und dahinter steht gleich der nächste. Die unterscheiden sich halt so ein bisschen von den Farben. Also sehen wirklich sehr, sehr cool aus. Die bringe ich jetzt auch noch darüber und dann ist das erste Gehege auch schon mal mit Bewohnern versorgt. Und in unser anderes Gehege kommen 2 Ichthy Ovenator. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Hier steht der Name, Ichthy Ovenator. Die Mod habe ich euch ja auch schon mal vorgestellt. Sieht richtig cool aus. Und das Praktische natürlich, dass der Fisch und Fleisch frisst, so wie ich es halt wollte. Und ich glaube, der wird auch sehr gut in das Gehege passen. Hier ist Nummer 2. Skin ist der gleiche. Leider. Aber das macht ja nichts. Die müssen sich ja nicht immer alle unterscheiden. Übrigens, alle Dinosaurier, die ich gerade freigelassen habe, brauchen natürlich noch tolle Namen von euch. Das sind ja heute richtig, richtig viele. Würde ich mich freuen, wenn ihr schöne Namensvorschläge in die Kommentare schreibt. Ich werde die dann auch noch verewigen, weil das ist ja die letzte Baufolge. Aber es wird nochmal eine Folge geben, in der wir eine schöne Tour durch den gesamten Park machen. Und wo ich dann alle Mods und das Safe-Game und sowas euch noch zur Verfügung stellen werde. Da werde ich dann auch die Beobachtungsgalerie veröffentlichen und auch das Aviarium ohne Käfig. Werde ich euch dann alles zur Verfügung stellen in der Besichtigungsfolge. Aber ich würde sagen, ich bringe die beiden jetzt rüber und dann schauen wir uns mal das fertige Ergebnis für heute an. Und da kommen die letzten 2 gerade angeflogen. Wir haben heute wirklich viel gebaut. 2 ganze Gehege und auch einen Besucherbereich. Die Pflanzenfresser sind hier schon alle in ihren Gehegen. Da sind die Albertas. Glücklich und zufrieden. Und auch die Edmontos schleichen hier schon umher. Und hier sollten jetzt auch im besten Fall schon Touren durchfahren. Ich sehe leider gerade keine. Ich weiß nicht, wo die gerade sind. Ach da, guck mal, da fahren sie auch schon. Das ist doch ganz cool. Sehr schön, also das klappt auch. Und die beiden Ichthys landen hier jetzt auch. Und auch direkt am Trinken. Und fressen sollten sie eigentlich auch können. Perfekt, also die passen hier auch wirklich schön in das Gehege. Und diese Tour werden wir natürlich in der nächsten Folge dann auch noch gemeinsam unternehmen.
Wir haben noch irgendein Dino mit niedriger Gesundheit. Keine Ahnung, wo das der Fall ist. Ich werde mich auf jeden Fall drum kümmern. Aber Leute, ich will mich jetzt für heute von euch verabschieden. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich über ein Däumchen freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Und das hier haben wir heute gebaut.